Den Regenschirm können Sie für die nächsten 3 Tage erstmal wieder wegpacken. Aber nicht zu weit, das wird nur eine kurze Regenpause. 10 Grad und Sonne und Wolken im Wechsel. Es könnte schlimmer sein. Leicht bewölkt und trocken bei Höchstwerten um 10 Grad. Der Wind zieht sich wieder etwas zurück. In der Nacht sinken die Temperaturen deutlich. Bei maximal 3 Grad bleibt der Himmel auch in der Nacht weiter bedeckt. Und auch in den kommenden Tagen bleibt es trocken. Am Freitag kommt es vor allem in den Morgenstunden zu einigen Nebelfeldern, die sich aber zum Mittag hin auflösen. Der Samstag wird mit Topwerten um 10 Grad leicht bewölkt und regenfrei. Für Rheumapatienten kann die aktuelle Wetterlage eine Herausforderung sein und auch Patienten, die an Asthma leiden, sollten etwas vorsichtiger sein. Eine erhöhte Gefahr für eine Erkältung sollte nicht bestehen.